Den Weiß zu diesem Zeitpunkt mit einem Chancenplus. Zweimal hat es deutlich nicht geklappt und dann die Bulgaren. Beim allerersten Versuch 1:0 schon Valentin Stanchev, der Torschütze. Was für ein unglücklicher Beginn für Servet. Da war nach 10 Minuten der gesamte Vorsprung aus dem Hinspiel schon dahin. Aber die Chance zum Ausgleich kam schon 6 Minuten danach. Lanfer an den Pfosten. Oh, das war knapp. Schon die Flanke. Sofia Goli Ivanov musste da seine ganzen akrobatischen Fähigkeiten bemühen. Und dann verhinderte der Pfosten den Ausgleich. Kurz vor der Pause wurde es noch ganz gefährlich für die Genfer. Petrov durch die gesamte Servet-Verteidigung hindurch. Doch Peter sei Dank, es blieb beim 1:0 für Sofia nach der ersten Halbzeit. Aber gleich nach dem Seitenwechsel noch einmal CSKA. Jordanov aus der zweiten Reihe. Auch da fehlte gar nicht viel. Das war's dann erstmal von den Roten. Jetzt stürmten vorab wieder die Genfer. Bühlmann. Fehler von Ivanov und Barela. Kam da allerdings nicht mehr richtig zum Ball hin. Musste im Gegenteil noch einiges einstecken. Servet drückte vehement auf den Ausgleich. Lanfer mit dem Kopf. Das hätte doch ein Tor sein müssen. Erneut Johan Lanfer mit der Riesenchance. Völlig frei kam er da zum Abschluss. Und noch immer musste Servet dem Rückstand nachrennen. Kurz darauf der nächste Anlauf. Re. Zu Wolf. Und der strich am Tor vorbei. Haarscharf nur. Aber schade, reichte nicht mehr. Servet verlor 0:1. Die ganze gute Ausgangslage war mit dem einen Abwehrfehler ganz zu Beginn zunichte gemacht worden.